Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in der Nostalgie-Ecke und zwar zu Star Wars Battlefront 2. Boah, ich bin an der Steuerung, bin ich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Habe ich damals immer ziemlich gerne gespielt auf der PS2. Und jetzt kann ich mal auf. Oh, das ist. Okay. Mist. Ich war auch schon mal besser. Ich hoffe einfach mal in erster Linie, dass. Ich hoffe einfach mal, dass das Video nicht gesperrt wird. Ich hatte da schon mal Probleme. Ich wollte schon mal die Kampagne von Battlefront 2 aufnehmen, aber wurde leider gesperrt von Disney. Dumm gelaufen. Boah, ist das dunkel hier. So, Kommandoposten übernehmen. Ich weiß nicht, ob der Spielsound vielleicht ein bisschen leise ist. Ich glaube, ich werde mal bisschen wechseln. Na komm, zeig dich. Boah, das ist echt unfassbar lange her, dass ich das richtig gespielt habe. Damals auf der Konsole, natürlich auf der PS2 mit Zielhilfe war das Ganze natürlich ein bisschen leichter. Ich sehe, das ist nicht so ganz optimal. Jawohl. Ach Mist. Jetzt bin ich hier hinten wieder gespawnt. Wir können jetzt als Held spawnen. Alles klar, erstmal als Obi-Wan. Ich muss sagen, die Steuerung ist irgendwie ein bisschen hakelig auf dem PC. Ich weiß gar nicht, ob der Multiplayer hier überhaupt funktioniert. Der Ton hat anscheinend auch ein paar Probleme. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Das ist echt unfassbar lange her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Stimmt. Ich habe ja auch nur bestimmte Zeit als Held. Spawnen wir mal hier vorne direkt. Ne, hier wird übernommen. Da spawnen wir. Ich habe jetzt einfach mal zwei Maps vom Soforteinsatz ausgewählt. Das ist echt so unfassbar dunkel hier. Ach ja, und dann treffe ich nicht. Moment, habe ich. Den Game Mode habe ich sogar schon an, meine Güte. Okay, nehmen wir mal hier Schrotgewehr. Schrotgewehr sieht doch gut aus. Ist mir. Okay. Oh oh. Ich weiß noch,
Zeit, dich damals hier. Okay. F1. Gucken wir jetzt, wo wir waren. Ups, das war einer von meinen. Ja, genau, so lief das. Ja. Die sind eh sowieso fast besiegt. 22 Gegner noch, dann war's das. Na komm, schneller. So. Alles klar, machen wir uns auf den Weg zum nächsten Posten. Ja, okay, sind sie doch schon wieder alle. Ja, 14 Leute noch, dann haben wir es. Ja, macht das Spaß, das mal wieder zu spielen. Wir kommen jetzt langsam zu den Spielen, die etwas später... in die Nostalgie einsetzen. Also die ganz alten Spiele haben wir jetzt fast alle abgehakt. Jetzt kommen erstmal die Spiele, die schon ein wenig neuer gewesen sind. Oh, verdammt. Das war vielleicht ein bisschen doof. So, 11 Stück noch. Oh, wo? Na schön. Gut, dass wir jetzt Scharfschütze sind. Dann setzen wir uns hier oben hin. Und wo sind sie denn? Da hinten ist doch einer. Jawohl. So einfach geht's. Jetzt sehe ich aber gerade keinen mehr. Mist, die kann ich nicht ausmachen. Dann übernehmen wir den Kommandoposten. Wo treiben die sich rum? Keine Ahnung. Jawohl! Und den Final Shot gemacht. Alles klar, das lief doch. Persönliche Statistik. Nichts Besonderes. So, und als zweites habe ich mir noch gedacht, wäre doch vielleicht mal eine schöne Raumschlacht etwas. Es ist aber echt dunkel hier. Alles klar, nehmen wir natürlich erstmal den Bomber. Ach du Scheiße, invertierte Steuerung. So, erstmal müssen wir die Schilde runterkriegen. Okay. Ich glaube, wir gehen einfach mal rein, oder? Okay, bewegen wir uns mal schnell zu den inneren Systemen. Na. Okay, alles gut. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach Mist. Okay, kippen wir doch lieber von außen. Oder? Ja. Sehe ich auch so. Lieber von außen kämpfen. Der Schild ist ja schon halb weg. Komm.
Ah, oh, was ist das denn? 180 Grad Wendung. Okay, fast haben wir die Schilde weg. Das habe ich damals immer gerne mit Lord und Havoc gespielt. Auf der PS2 im Koop-Modus mit Splitscreen. Oh oh, Rakete. Moment, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Wo bin ich denn? Ah ja, genau, hier bin ich. Okay, ich habe Probleme. Erstmal hier weg. Oh, die haben hier noch so ein Kanonenschiff. Ich denke, darum kümmern wir uns als erstes. Ah, es ist lange her. Gute alte Zeiten. Ich muss aufhören, A und D zu klicken. Damit drehe ich mich nämlich immer nur. Das kann ich nicht gebrauchen. Mist, schon wieder. Ich will die ganze Zeit damit die Richtung ändern. Das geht so nicht. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade einfach nur sehr konzentriert. So, das Kommunikationsrelais muss natürlich auch weg. Überall diese Kanonen, von überall schießen sie auf mich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das vermisse ich irgendwie. Ich vermisse irgendwie nochmal ein richtig schönes Battlefront. Neues. Das, was neu rauskam, das Battlefront, das war, ich weiß nicht, irgendwie war das nicht so das Wahre. Scheiße. Na gut. Noch ein Bomber da? Ja, alles klar. So. Ich denke, als allernächstes kümmern wir uns. Oh, die Kommandobrücke, die ist schon gut angeschlagen. Machen wir erstmal die Kommandobrücke und danach die Triebwerke fertig. So. Wird auch von allen Richtungen auf mich geschossen, also. Ich habe auch irgendwie schon gemerkt, dass ein paar Soundprobleme. Ey, das waren meine Punkte. Dass ein paar Soundprobleme irgendwie bei dem Spiel hier sind. Oh Gott. Komm, repariere das Schiff schneller. Da schon wieder, das sind wieder so Soundprobleme irgendwie. Ich weiß nicht, auf dem PC scheint das nicht optimal zu laufen. Ja, unsere Schilde sind down, also.
Also ich würde mal sagen, dass die ein bisschen übler dran sind. Ja, wohl, das war jetzt Suizidkommando. Ach, haben wir schon fast gewonnen, wenn wir die anderen drei Systeme bei denen noch zerstören. Die Kampagne war auch richtig nice eigentlich. Da hatte ich auch... Komm. Mist. Da wird man schon wieder direkt beschossen, wenn man da zu nahe kommt. Egal, kümmern wir uns alle als nächstes um die Kommandolage. Diese verdammten Geschütztürme da überall drauf. Egal, das haben wir ja quasi gewonnen. 50 Kills müssen wir nur noch holen. Und die holen wir jetzt auch schnell. Und dann reicht das auch für die Nostalgie-Ecke. Ich habe mir schon ein paar schöne Sachen fürs nächste Mal überlegt. Vorausgesetzt, es läuft alles. Abgesehen von Flying Heroes, das ich noch versuche zum Laufen zu bringen, gibt es da immer noch so zwei, drei Spiele, die ein bisschen Ärger machen, die einfach nicht richtig laufen wollen. Ja, fast geschafft. Diese scheiß Raketen. So, jetzt noch die Kommandolage. Ich glaube, dann haben wir sogar schon gewonnen. Das dürfte dann eigentlich schon an Punkten ausreichen, oder? Okay, irgendwie hat es noch nicht ganz gereicht, um das zu zerstören. So, jetzt. Ja, und haben gewonnen. Easy. So einfach geht das. Das war es dann auch schon eigentlich von der Nostalgie-Ecke. Vorausgesetzt, ihr könnt das Video hier überhaupt sehen. Wird ja, kann natürlich sein, dass es auch wieder gesperrt wird von Disney, so wie mein Versuch, die Kampagne zu Let's Playen. Hatte ein paar schöne Mods drauf für Grafik, aber naja. Ja gut, das war's eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Nostalgie-Ecke. Bis dann. Ciao.